liebe Sprickhack-TV-Zuschauer. Ich bin Anne und stelle euch jetzt mal kurz meine Traumelf vor. Also, im Tor habe ich die Annelie ausgewählt, weil sie einfach eine gute Torhüterin ist, die im Zweikampf recht stark ist und auch gerne mal einen ordentlichen Ball rausholt, wo man denkt, der ist schon drin. Weiter geht's mit meiner Innenverteidigung. Das ist einmal die Wolfi, hat ein super Stellungsspiel und ja, ist sehr kopfballstark und hält da die gegnerischen Stürmer ganz gut vom eigenen Tor fern. Zum Zweiten die Blümchen, ist eine ehemalige Spielerin vom Halleschen FC. Super schnell, auch ein super Stellungsspiel und ja, hält da hinten auch alles sauber. Auf den Außenverteidigerpositionen habe ich einmal die Susi. Das ist eine ehemalige Spielerin vom VfB Sangerhausen. Ist ein, wenn man das so sagen darf, ein tierisches Kampfschwein. gibt halt keinen Ball verloren und ackert immer weiter und ja. Auf der anderen Seite die Lisa, auch vom Halleschen FC, ebenfalls ein Kampfschwein, ja, und macht da hinten auch ihre Sache immer ganz gut. Dann im zentralen Mittelfeld einmal die Marie und die Sabine, auch beide Spielerinnen vom ehemaligen VfB 1906 Sangerhausen. Ja, Sabine, super schnelle Spielerin, die beidseits schießen kann, rechts wie links und auch super Pässe in die Tiefe, in die Schnittstellen der Abwehr spielen kann. Genauso wie Marie, hat ein super Auge, macht das immer ganz, ganz gut. Auf den Außenbahnen einmal die Caro, eine Spielerin auch ehemals vom HFC. Eine sehr schnelle Spielerin, die gute Flanken über die Außen nach innen bringen kann. Und ja, auf der anderen Seite die Anne B. Punkt. Ist eine kleine, schnelle Spielerin, die auch auf der Seite ja, ihre Schnelligkeit ausnutzen kann, sowohl nach vorne als auch nach hinten und dann auch die Bälle nach innen bringen kann, damit die Stürmer die verwerten können. Und ja, im Sturm habe ich ja, das jetzige Sturmduo vom Blau-Gelb aufgestellt. Einmal mich selber, weil es natürlich meine Traumelf ist und ich da gern mitspielen würde, wenn das mal so zustande kommen sollte. Und zum anderen die Sabi, weil sie einfach auch total torgefährlich ist und ja, wenn es sein muss, auch vom Tor mal abspielt. Ja. Okay, das war's eigentlich schon. Tschüss, bis zum nächsten Mal.